Na, liegen Sie in Führung, Frau Gabberly? Das will ich doch meinen. Aber es schmeckt mir so gut, dass ich nicht mitgezählt habe. Ich kann nicht fassen, dass Sie wirklich führen. Sehen Sie sich an, wie der Major mampft. Ja, soll er doch. Denken Sie an den Igel und den Hasen, Herr Wallis. Sind Sie noch nicht satt, Frau Gabberly? Ach was, mein Lieber. Wann kann ich schon mal bei einem Schlemmerbuffet zeigen, wozu ich imstande bin? Ja. Diese hier ist einfach himmlisch. Ein Jammer, dass ich Ihnen nichts anbieten kann. Na, liegen Sie in Führung, Frau Gabberly? Das will ich doch meinen. Aber es schmeckt mir so gut, dass ich nicht mitgezählt habe. Ich kann nicht fassen, dass Sie wirklich führen. Sehen Sie sich an, wie der Major mampft. Ja, soll er doch. Sie sind ein wenig im Hintertreffen, was, Major? Unsinn! Feindliche Propaganda! Glauben Sie ja kein Wort. Sobald ich den Sieg errungen habe, kehre ich zurück zu meinem Lieblingsluftwaffenkarussell. Ah, verstehe. Das Karussell. Und jetzt beginnt die heiße Phase. Sie müssen doch müde sein. Oh, Papalapap, ich habe einen Soldatenbauch. Alles Sache der Konzentration, Mann. Schauen Sie sich diese Stapel leerer Schalen an. Ich kann nicht weit zurückliegen. Geht es Ihnen gut? Mir ging's nie besser, Wallace. Der Sieg ist nah. Also, das ist ein schönes Häppchen. Sieht aus, als hätten Sie und Frau Gabberly etwa Gleichstand. Vielleicht, aber lassen Sie sich vom Schein nicht täuschen. Ich habe einen unschlagbaren Vorteil. Welchen denn, Major Crumb? Meinen Kampfgeist. Und Frau Gabberly schafft eine weitere Pastete. Es ist keine Schande, an seine Grenzen zu kommen, Major. Und wenn man dabei gegen eine Frau verliert? Das macht mich doch zum Gespött des ganzen Regiments. Außerdem liege ich höchstens mit einer Pastete hinten. Sieht aus, als hätten... Und... Sie haben schon ganz schön viele Pasteten verzehrt, Frau Gabberly. Da waren doch vorhin noch mehr, oder? Naja, ich habe nicht mitgezählt. Ich esse nur und genieße. Sie haben schon ganz schön viele Pasteten verzehrt, Frau Gabberly. Da waren doch vorhin... Donnerwetter, sieh mal eine an. Noch ein letzter Bissen und Frau Gabberly genehmigt sich eine weitere Pastete. Woher sind diese Biester gekommen? Wer hat unsere Pasteten stibitzt? Sind das nicht Ihre, Major? Oh, schon möglich. Ah, die anderen Pasteten. Die anderen? Mein Bauch sagt mir doch, dass ich mehr als diese paar Appetithäppchen hier geschafft habe. Und Major Crumb hat soeben erfahren, dass Frau Gabberly einen absolut vernichtenden Pastetenvorsprung hat. Oh, ich habe mich wahrhaftig schon besser gefühlt. Ich fürchte, der Feind hat mich pastetisiert. Und offenbar gibt der Major auf, obwohl er nur 9 Pasteten zurückliegt. 9? Das war's. Ich kapituliere. Ich gebe auf. Ist die weiße Serviette chronischer Pastetenmüdigkeit. Yippie! Und da geht er hin, der Major. Er ist aus dem Rennen. Alle Achtung, Frau Gabberly. Herzlichen Glückwunsch. Juhu! Und wenn Sie auch gerne Pasteten essen, dann denken Sie daran, meine Damen und Herren, Panier, der Lieferant für besondere Erzeugnisse, ist täglich offen für all Ihre Back- und Pastetenbedürfnisse. Ich kann nicht fassen, dass sie mich besiegt hat. Ich werde mich nie mehr in der Offiziersmesse blicken lassen können. Kopf hoch, Major Crumb. Sie haben doch tapfer geschlungen.
Vielleicht haben Sie einfach den Mund etwas zu voll genommen. Vielleicht. Ein Mann muss seine Grenzen kennen. Das Einzige, was mich jetzt aufheitern kann, ist eine Runde auf diesem Royal Air Force Karussell. Wenn Sie mich entschuldigen wollen. Oh, ich muss 70 Pfund zugelegt haben. Hallo, Wallace. Eine Notiz, Herr Vernier. Du vernachlässigst deine Pflicht wie ein Herrchen, das seinen Hund aussetzt. Wie seltsam. Halte das Karussell an. Das reicht. Ich gehe wohl am besten zurück auf die Wache. Die Pflicht ruft. Zu schwer. Verflixt nochmal. Ich war doch vorhin erst drauf. Oh, über unserer Obergrenze fürchte ich, Corporal Crumb. Sie haben seitdem wohl ein paar Pfund zugelegt. Das verdammte Wettessen. Und ich bin Major, dass das klar ist. Ah, ein mächtiger Major. Sie sind hiermit aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen. Vielleicht sollten Sie ein bisschen joggen oder etwas übergewichtlos werden. Pah! Wie viele Pasteten haben Sie gegessen, Major? Offensichtlich nicht genug. Dieses Großmütterchen hat so einen teuflischen Appetit. Sicher hat sie Parasiten. Sollte mich nicht wundern, wenn es eine ganze Bandwurmsippe wäre. Und jetzt dürfen Sie nicht mehr mit Ihrem Lieblingskarussell fahren. Ein Jammer. Zu schwer, fürchte ich. Bürokratischer Unfug. In der Armee haben wir uns niemals mit solchen Gewichtskinkerlitzchen aufgehalten. Wir haben 20 Mann in einen Laster gestopft, 3 auf ein Fahrrad gestapelt, 5 in eine Koje geschichtet. Aber Sie sind nur ein bisschen zu schwer, Major. Ja, also bleibe ich hier stehen, bis ich leichter bin. Mit einem feinjustierten Stoffwechsel wie meinem dauert es sicher nur ein paar Stunden. Sehen wir mal. Pah! Wie viele Pasteten haben Sie gegessen, Major? Offensichtlich. Und zu sch... Ab! Ja! Ha! Ein Ballon? Immer gut für etwas Auftrieb. Nicht zu fassen! Norbury Blue! Käse! Tag, Wallace! Wachtmeister Dibbins! Ja, Wallace. Was gibt's? Ich muss ein Verbrechen melden. Eine Entführung. Kriminalität auf der Kirmes. Puh, immer langsam, Wallace. Das ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Dann erzählen Sie mal, was ist genau passiert? Es geht um Herrn Muzzle. Er ist ein Wolf im Hundepelz. Schafspelz, meine ich. Er hat Gromit geschafnäppt. Meine, gehundnäppt. Er hat ihn in sein Karussell gesperrt, jawohl. Ihren Gromit eingesperrt? In das Karussell, das ich soeben stundenlang inspiziert habe? Und warum sollte er so etwas tun? Tja, das weiß ich auch nicht so genau. Also wollen Sie mir sagen, dass ein Mann keine Mühen scheut und eine aufwendige Wohltätigkeitsveranstaltung organisiert, nur um Ihr Haustier zu entführen? Tja, nein. Herr Wallace, Sie sind sich im Klaren darüber, dass Beweisfälschung und Verleumdung gesetzeswidrig sind. Ja, aber... Dann sollten Sie den Schnabel halten, solange es nicht zu spät ist. Wachtmeister, Sie müssen mir glauben. Nichts dergleichen werde ich tun. Als Hüter des Gesetzes höre ich solche Beschwerden Tag ein, Tag aus. Und wissen Sie, was ich dann mache? Ermitteln? Im Traum nicht. Ich mache überhaupt nichts.
Solche Beschwerden bringen ohnehin meistens Leute hervor, die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Ich rate Ihnen, sich jetzt auf der Kirmes zu amüsieren, Wallace. Muzzle ist in Ordnung, wenn Sie mich fragen. Wachtmeister, Sie müssen mir glauben. Im Traum nicht. Am besten gehe ich auf die Kirmes zurück und versuche, Gromit zu retten. Ein Ballon hebt die Stimmung. Ein Ballon hebt die Stimmung. Man müsste mich nur ein klein wenig anheben, dann wäre ich startklar. Ein Ballon, Major Crumb? Ein Kirmesballon ist immer etwas Feines. Wir haben uns immer Ballons an die Tornister gebunden, damit wir uns im hohen Gras vom Feind unterscheiden konnten. Vielleicht sind Sie schon bereit für die Fahrt? Sie könnten recht haben. Ich fühle mich schon leichter auf den Füßen. Hm? Gewichtslimit bestanden. Alle an Bord. Juhu! Bremsklötze weg! Kabinentüren auf Handbetrieb! Klar zum Starten! Bumm! Zoing! Gütiger Himmel! Major Crumb hat zu viel Übergewicht! Das Karussell platzt aus allen Nähten! Wir sind getroffen! Heiliges Kanonenrohr! Oh je! Die armen Hunde waren die ganze Zeit über in dieser schrecklichen Maschine Gromit. Eingesperrt. Gromit! Alles klar mit dir, Kumpel? Wo ist dieser Unmensch, dieser Maulkorb Monty? Er war doch gerade noch hier. Auf und davon. Hey, was machst du da? Was ist das? Das ist Monty Muzzle. Und unser Geld. Und Twitch. Arrivederci! Monty Muzzles Aktien steigen. Das ist nicht der Zeitpunkt, um die Sahne abzulassen, Gromit. Da können wir nicht mithalten. Was darf sein, Kumpel? Eine Portion oder zwei? Gute Show, Muzzle, alter Knabe. Nicht genau nach Plan verlaufen, aber Ende gut, alles gut. Bin immerhin um ein paar Moneten und ein unerwartetes Kleinvieh reicher. Was sagt ihr, Jungs? Meint ihr, wir finden Arbeit für diese mickrige Promenadenmischung? Das dachte ich mir. Verdammt, noch eins! Er hat einen Vorsprung, Kumpel. Wir müssen die Kluft irgendwie überwinden.